auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Das war der Schlussspiel-Endspieler-Begegnung des Spielfingern-Spielvereinigung Dollachau 1:1. Matthias, für dich war es heute ein besonderes Spiel gegen deinen Ex-Verein Bilfingen. Ja, wie ist es gelaufen? Was denkst du? Erstmal Komplimente an Bilfingen, die nach dem Umbruch am Ende dieses Jahres, glaube ich, eine sehr ordentliche Mannschaft wieder zusammenbekommen haben. Aus meiner Sicht, ich bin natürlich hierher gekommen, um natürlich zu gewinnen. Ist ja logisch, man kommt ja nicht irgendwo hin und denkt, jetzt spiele ich mal unentschieden. Wäre auch fast aufgegangen. Ich glaube, wir hatten 80% Ballbesitz. Haben es nur versäumt, unsere Chancen zu machen. Bilfingen war immer mal wieder gefährlich durch Konter. Hätte da auch die ein oder andere gute Chance vielleicht machen können. Aber unterm Strich, also in der 83. dann in Führung gehen, war ich eigentlich der Meinung, das reicht. Leider dann am Ende vielleicht ein bisschen viel Fußball-Fortuna auf der Bilfinger Seite zum Ausgleich dann noch. Und am Strich nehmen wir den Punkt dann mit. Ja, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, was dich angeht. Und ja, bei Durlachau sehen manche auf jeden Fall eine spürbare Verbesserung im Tor. Wie siehst du es? Also wie zufrieden bist du mit deiner Leistung und wie siehst du es, inwiefern du Durlachau verstärken kannst? Erstmal haben wir bei Durlachau neben mir auch noch zwei andere richtig tolle Torhüter. Und ich freue mich da sehr, dass der Coach kurz vor Rundenbeginn mir das Vertrauen geschenkt hat und gesagt, ich darf die Spiele machen. Versuche dann natürlich immer mein Bestes zu geben und von der Seite aus war es heute, glaube ich, in Ordnung. Wie gesagt, das letzte, das 1:1, kann man jetzt sehr strittige Meinung drüber sein. Insofern war es dann wohl ein Torwartfehler, aber... Ja, was denkst du, was man von Durlachau diese Saison erwarten kann? Also bei diesem Spiel hat man sich am Anfang jetzt nicht besonders, ein Kandidat fürs oben Mitspielen präsentiert, aber man ist mit der Zeit stärker geworden. Ja, was kann man von dieser Mannschaft erwarten? Dieses Jahr ist die Liga so stark und so ausgeglichen. Da wird es drei Mannschaften geben, nach meinem Empfinden, die sicher ganz vorne mitspielen werden. Dann wird es ein ganz, ganz breites Mittelfeld geben. Und aus diesem breiten Mittelfeld werden sich dann irgendwann mal vielleicht vier Absteiger herauskristallisieren, beziehungsweise maximal einer. Aber alles andere wird bis zum letzten Spieltag um die letzten vier Plätze spielen, beziehungsweise um den Relegationsplatz als Fünftletzter. Das wird super spannend. Wir versuchen natürlich früh genug Abstände von nach unten zu sammeln. Ich glaube, wenn wir in Bestbesetzung auflaufen, dann haben wir sicher ein einstelliges Tabellenplatzziel. Dass das aber gegen jeden Gegner extrem schwer wird dieses Jahr, ich glaube, da sind sich alle einig. Und was denkst du, wie stark der Kader bei euch dieses Jahr ist und wie gut es einfach in der Vorbereitung gelaufen ist? Und also in dieser Richtung von der Qualität der Mannschaft, wie da die Mannschaft aufgestellt ist? Qualitativ sind wir mit Durlachau sehr gut aufgestellt, definitiv. Aber es ist wie immer, du darfst keine Verletzten haben, du musst dich auch ein bisschen einspielen können. Die vermeintlich erste Elf muss auch mal ein, zwei Spiele zusammenspielen können. Das haben wir bisher so noch nicht geschafft, einfach weil wir viele Verletzte hatten und urlaubsbedingt einige Ausfälle. In Summe ist die Qualität sicher da, dass wir da eine sehr ordentliche Runde spielen können. Nächster Gegner, Weingarten. Was denkst du, wie wird man diese Aufgabe lösen? Auch da werden wir wieder ganz konzentriert zu Werke gehen. Versuchen, aus einer gesicherten Defensive nach vorne zu spielen, versuchen, Fußball zu spielen, zu kombinieren und dann natürlich hoffentlich den ersten Dreier der Saison zu holen. Matthias, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Danke, sehr gerne. Ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.